Ein erster Schritt hin zu einer Softwarearchitektur besteht darin, dass man das fachliche Datenmodell zu einem logischen Datenmodell weiterentwickelt. Und das kommt jetzt. Schauen wir uns mal folgendes sehr einfaches fachliches Datenmodell an. Das hatte ich schon als Beispiel in dem Video über fachliche Datenmodelle. Ein Makler betreut ein oder mehrere Klienten und mehrere Immobilien. Ein Klient kann mehrere Immobilien kaufen. Und ein Notar beurkundet das. Das ist im Prinzip der Inhalt unserer Domäne. Wenn wir jetzt anfangen wollen, diese Domäne durch ein IT-System zu unterstützen, dann genügt uns diese Form der Datenmodellierung nicht mehr. Daraus könnten wir jetzt dann noch nicht wirklich eine Implementierung herstellen. Es gibt mehrere Fragen, die offen sind. Zuerst müsste man sich mal fragen, ist dieses Datenmodell eigentlich vollständig? Insbesondere ist die Liste der Attribute der Daten, die ich zu meinen Geschäftsobjekten noch dazu modelliere, ist die vollständig oder zumindest so vollständig, dass ich sinnvoll in eine Implementierung einsteigen kann. Das Zweite, was ich mich frage, ist, brauche ich alle Klassen, die ich in meinem fachlichen Datenmodell drin habe, tatsächlich auch in der Implementierung? Ich habe ja bei der Zusammenstellung des fachlichen Datenmodells und des fachlichen Glossars, das dem vorausgeht, einmal relativ großzügig die Geschäftsobjekte mitmodelliert, die in meinen Eingangstexten vorkamen. Nicht alle dieser Geschäftsobjekte werden wir wirklich benötigen, wenn wir in die Implementierung gehen. Ganz wichtige Frage: Wir müssen Assoziationen auch implementieren im Code. Und in welcher Richtung müssen wir sie implementieren? Das heißt also, auf welcher Seite einer Beziehung wird tatsächlich die Referenz im Code dann implementiert? Wir werden später sehen, dass es sich in der Regel anbietet, Assoziationen nur unidirektional, also nur in eine Richtung zu implementieren. Das heißt, wir müssen uns jetzt festlegen. Bis jetzt haben wir die Beziehungen, die Assoziationen ungerichtet modelliert, weil wir uns eben genau noch nicht festlegen wollten. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt in Richtung Implementierung und sollten uns festlegen. Und viertens schließlich, bildet denn mein Datenmodell auch eine mögliche zeitliche Entwicklung ab? Was genau das bedeutet, das werden wir gleich noch sehen. Wir schauen uns jetzt diese vier offenen Fragen einmal an und sprechen darüber, in welcher Weise man das fachliche Datenmodell dann in Richtung eines logischen Datenmodells weiterentwickeln kann, um diese Fragen zu beantworten. Schauen wir auf die Vollständigkeit. Im fachlichen Datenmodell kommt beispielsweise der Klient vor, dort ohne weitere Angaben, ohne weitere Attribute. Wenn ich daraus tatsächlich ein brauchbares Softwaresystem, was ein Makler benutzen kann, um seine Arbeit zu tun, bauen möchte, dann müsste ich mal mindestens noch solche Daten haben wie Nachname, Vorname des Klienten, ein Geburtsdatum, vermutlich auch eine Berufsbezeichnung, sicherlich eine Steuer-ID-Nummer, um irgendwelche Steuern abführen zu können und Käufe beim Finanzamt anzeigen zu können. Wahrscheinlich brauche ich auch noch deutlich mehr. Ich muss sicherlich Adressen von dem Klienten wissen. Wo wohnt er und wenn Wohnort nicht gleich Rechnungsadresse ist, welche Rechnungsadressen gibt es für ihn? Ich brauche aber sicherlich noch mehr, um meine Aufgabe als Makler ordentlich erfüllen zu können. Ich muss sicher die Kaufhistorie des Klienten in irgendeiner Form nachhalten und ich hätte gerne Angaben darüber, welche Präferenzen der Klient eigentlich hat, sonst kann ich ja nicht ordentlich für ihn suchen. Dann schaue ich mir zum zweiten Mal an, welche Klassen eigentlich nötig sind. Was mir auffällt, ist, dass Makler zu Klient eine 1 zu N Beziehung hat. Genauso hat Makler zu Immobilie eine 1 zu N Beziehung. An den Enden der beiden Beziehungen steht der Makler nur mit einer Einserposition. Das kann jetzt verschiedene Dinge bedeuten. Die eine Möglichkeit ist, dass ich die Software für ein großes Maklerbüro schreibe, in dem viele angestellte Makler arbeiten und dass dieses Maklerbüro das Prinzip hat, dass ein Klient von genau einem und immer dem gleichen Makler betreut wird und dass auch eine Immobilie von immer dem gleichen Makler betreut wird. Das wäre vielleicht ein bisschen
besonders oder ein bisschen eigenartig, kann aber sein. Und in diesem Fall brauche ich das Geschäftsobjekt Makler, weil ich ja nachhalten muss, welcher Makler war tatsächlich an einem Verkauf beteiligt. Wenn aber die Bedeutung von diesem Geschäftsobjekt Makler ist, dass es eigentlich die Maklerfirma ist, dann kann ich dieses Geschäftsobjekt auch aus meinem Diagramm weglassen. Denn ich mache ja die gesamte Software für diese Maklerfirma und dann würde ich quasi die Firma als Teil des Systems ansehen, also als Systembestandteil. Das war ein Term, den wir in den fachlichen Datenmodellen eingeführt haben. Damit könnte ich also diese Klasse weglassen und mein logisches Datenmodell würde einfacher werden. Wenn Sie dafür ein Gedankenexperiment haben möchten, dann fragen Sie sich das Folgende. Diese Klasse Makler würde ich ja am Ende, wenn ich relationale Datenbanken nutze, in einer relationalen Datenbanktabelle abbilden. Würde ich dafür eine eigene Tabelle machen und hätte dieser Tabelle vielleicht nur eine einzige Zeile. Und wenn das der Fall ist, dann ist das ein sehr guter Grund, diese Klasse wegzulassen. Dann müssen wir uns über die Implementierungsrichtung Gedanken machen. Das hatte ich ja vorhin schon angerissen. Im fachlichen Datenmodell haben wir diese Frage erstmal offen gelassen. Im logischen Datenmodell müssen wir uns jetzt festlegen. Wenn wir davon ausgehen, dass es eine 1 zu N Beziehung zwischen Klient und Immobilie gibt, also ein Klient kauft null oder mehr Immobilien, würde ich die Beziehung dann so anlegen, dass ich im Klienten eine Liste auf alle von ihm gekauften Immobilien nachhalte? Oder würde ich andersherum sagen, dass in der Immobilie eine Referenz auf den Klienten ist, wenn sie von ihm gekauft worden ist? Beides sind valide Optionen und wir werden uns in nachfolgenden Videos nochmal das Für und Wider dieser beiden Optionen anschauen und wir werden uns auch anschauen, warum bidirektionale Beziehungen, also die Referenzen in beiden Klassen zu implementieren, im Allgemeinen keine gute Idee ist. Kommen wir zum vierten Punkt, dem vielleicht interessantesten Punkt, das ist die Frage der zeitlichen Entwicklung. Wenn wir auf dieses fachliche Datenmodell schauen, dann kauft ein Klient null oder mehr Immobilien und die Frage ist, kauft er diese mehreren Immobilien zu einem Zeitpunkt, also kauft er die auf einmal, oder kauft er über einen längeren Zeitraum hinweg immer mal wieder eine neue Immobilie? Und wenn letzteres der Fall ist, wird dann vielleicht jeder Kauf wieder von einem anderen Notar beurkundet. Wenn man darüber nachdenkt, dann kommt man dazu, dass der Kauf einer Immobilie eigentlich auch ein Datenobjekt ist, was ich in meinem System nachhalten muss. Das ist eine ganz wichtige Transaktion. Das ist genau die Transaktion, mit der ich als Makler Geld verdiene. Man nennt diesen Typ von Daten auch Bewegungsdaten. Darauf werde ich in einem der folgenden Videos noch genauer eingehen. Und die Regel ist, dass ich solche Bewegungsdaten explizit modelliere in meinem System, explizit als Geschäftsobjekte, als Klassen anlege. Und dadurch würde mein logisches Datenmodell vielleicht wie folgt aussehen. Ich habe also einen Kaufvertrag und der Kaufvertrag beinhaltet einen Klienten. Der Kaufvertrag beinhaltet eine oder mehrere Immobilien und der Kaufvertrag beinhaltet auch eine Referenz auf den Notar, der diesen Kaufvertrag beurkundet hat. Damit stehen wir dann beide Möglichkeiten, die ich eben angesprochen habe, offen. Der Kaufvertrag kann mehrere Immobilien auf einmal betreffen, dann kauft der Kunde alle auf einmal. Es kann aber auch sein, dass es mehrere aufeinanderfolgende Kaufverträge gibt, die der Kunde tätigt. Dieser Kaufvertrag muss natürlich ein Datum tragen und dadurch kann ich dann die verschiedenen Käufe des Klienten voneinander unterscheiden. Wir werden uns alle diese Schritte, die ich hier skizziert habe, in den nachfolgenden Videos noch einmal etwas genauer anschauen und ich werde Ihnen dazu ein paar Regeln mit auf den Weg geben und ein paar genauere Beispiele als dieses etwas grobe Beispiel geben. Ich möchte zum Abschluss des Videos nochmal auf so einen typischen Weg eingehen, in der
das logische Datenmodell und dann daraus resultierend der Code entsteht. Das übliche Vorgehen, was man heute in der Industrie findet, ist das folgende. Sie fangen mit dem fachlichen Datenmodell an. Sie entwickeln daraus das logische Datenmodell. Man muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass diese beiden Schritte häufig zusammengezogen werden in einen Schritt und auch häufig informell erfolgen, zum Beispiel einem Whiteboard. Ich mache das mit Ihnen jetzt so formal und so ausführlich, damit Sie es einmal sozusagen in aller Detailtiefe gesehen haben. Irgendwann schleift sich das ja ein, dann fängt man an, in solchen Geschäftsobjekten und den Beziehungen dazwischen zu denken. Und dann genügt es mal schnell, irgendwie etwas auf dem Zettel oder dem Whiteboard zu skizzieren und mit den Kollegen zu diskutieren. Sei es drum, ich habe mein fachliches und mein logisches Datenmodell erstellt, ob in zwei oder nur in einem Schritt. Dann gehe ich hin und programmiere das. Dann gehe ich hin und erstelle Code. Und wie erzeuge ich jetzt daraus eine Datenstruktur? Das mache ich durch eine Generierung. Auch das werden wir in einem der nachfolgenden Videos sehen. Der Goldstandard in der Industrie, jedenfalls in der Java-Welt, ist im Moment die Spring Boot-Bibliotheken. Und hier kann ich durch Annotationen, durch JPA-Annotationen im Code die Generierung der Datenbank anstoßen. Es besteht also keine Notwendigkeit mehr, das Datenbankschema explizit zu erstellen, in Form eines sogenannten physischen Datenmodells. Nur im Ausnahmefall würden Sie so vorgehen, dass Sie aus dem fachlichen Datenmodell ein physisches Datenmodell erstellen, also tatsächlich ein Datenbankschema explizit entwerfen, aus diesem Schema dann die Datenbank aufbauen und dann den Code so schreiben, dass er auf das schon existierende Schema passt. Warum ist das unüblich? Nun ja, Sie haben das fachliche Datenmodell erstellt. Da sind Sie relativ weit weg von jeder Art von Technik. Und dann machen Sie einen echten Deep Dive ganz tief runter in eine sehr technische Welt, machen ein Datenbankschema, machen daraus die Datenbank und dann tauchen Sie wieder ein Stück weit auf und schreiben den Code dazu. Da gibt es nicht so richtig einen Grund zu. Der einzige Fall, der mir einfallen würde, wo das wirklich sinnvoll wäre, das wäre, es gibt schon ein existierendes Datenbankschema von einer Legacy-Anwendung. Und dieses Datenbankschema ist sehr groß, sehr lange gewachsen, wird eigenständig gepflegt. Dann macht es sehr viel Sinn, dass man Code, den man neu schreibt, an so ein Datenbankschema anpasst. Wenn ich aber auf der grünen Wiese starte und habe meine Fachlichkeit und schreibe dazu den Code, dann kann ich ihn auch generieren und direkt in die Datenbank legen. Das heißt, die Notwendigkeit, ein physisches Datenmodell zu erstellen, besteht heute im Allgemeinen nur sehr selten. Damit haben Sie eine Motivation kennengelernt, warum ich das fachliche Datenmodell zu einem logischen Datenmodell weiterentwickeln muss als Einstieg in meine Architekturarbeit. Ich möchte die Vollständigkeit meiner Geschäftsobjekte sicherstellen. Ich möchte sichergehen, dass ich keine überflüssigen Klassen mehr in meinem Datenmodell habe. Ich möchte die Richtung meiner Beziehungen festlegen und ich möchte den zeitlichen Horizont abbilden in Form von Bewegungsdaten und Ähnlichem, sodass ich auch meine Transaktionshistorie in meinem System abbilden kann. Und die Details zu diesem Transformationsprozess schauen wir uns dann in den nachfolgenden Videos genauer an.